Willkommen zurück zu Let's Play Zelda The Wind Waker. Ja, ja, Leute, ein neuer Part und eine neue Insel. Und zwar befinden wir uns diesmal auf der wunderschönen Insel Isla Binocular. Ein wunderbarer Name für eine kleine, mickrige Insel. Es ist eigentlich gar keine Insel. Es ist mehr so ein schwimmendes Minispiel oder so. Genauso wie das Nautodrom. Und ja. Also hier gibt es eigentlich gar nichts, außer ein Minispiel. Das wir jetzt natürlich machen werden, denn auch hier gibt es was zu gewinnen. Aber hier gibt es auch noch irgendwo einen blauen Schleim. Den suche ich mal noch schnell, bevor wir hier weitermachen. Los, blauer Schleim, komm her. Obwohl wir den blauen Schleim eigentlich gar nicht mehr brauchen. Egal. Die Sucht siegt mal wieder. Verdammt, der muss doch hier irgendwo sein. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass hier ein blauer Schleim ist. Egal, dann verzichte ich mal auf den blauen Schleim und gehe hier hoch. Zu dem Bewohner dieser Insel, der den ganzen Tag nichts Besseres zu tun hat, als hier bei Sturm und was weiß ich für Wetter noch hier rumzusitzen. Und der sieht verdammt genauso aus wie der Typ auf Portemonnaie. Es ist wohl sein Zwillingsbruder. Nur er hat den schlechteren Standort hier bekommen. Ah! Nein, schon in Ordnung. Hallöchen. Sag mal, hältst du dich eigentlich für einen begnadeten Schützen? Eine Runde macht 50 Rubine, oh mein Gott. Na, leistest du dir den Spaß? Ja, Spaß muss sein, da bin ich dafür. Ach so, na also dann. Ja, was sagt man denn dazu? Du hättest dich also für einen guten Schützen. Du hältst dich also für einen guten Schützen, so, so. Und solch aufschneiderischen Text schmetterst du also Piraten entgegen, die wir nicht mal beim einem weinenden Kind mit einer Wimper zucken? Du wächst mein Interesse, Bürschchen. Wenn es dir gelingt, die 5 Piratenschiffe da vorn zu versenken, dann will ich dir zugestehen, kein schlechter Schütze zu sein. Mehr als 10 Schuss hast du für dieses Unterfangen aber nicht, klar? Mit Hilfe von bla 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 bla. Ja, ja, ich habe alles verstanden. Wenn es dir gelingt, alle 5 Piratenschiffe zu versenken, dann holst du den Schatz haben. Dann sollst du den Schatz haben, den wir neulich gehoben haben. Also, gib dein Bestes, klar? Yeah, okay. So geht das Minispiel. Wir haben 10 Schuss und müssen alle 5 Fässer damit treffen. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie sich das verhält, deswegen schieße ich einfach mal spontan einen Probeschuss. Okay, der geht verdammt weit. Bam! Oh. Ist aber schon nah. Yeah, eingeschossen, eingetroffen mit 3 Schuss, unglaublich. Aber der müsste auch genauso weit weg sein, eigentlich. Yeah! So, jetzt müssen wir höher. Und. Oh, der war knapp. Nicht, dass ich den Fisch noch treffe da. Boah, schon wieder so knapp. Jetzt muss es aber sein, oder? Komm schon. Yeah, und den anderen können wir eigentlich auch noch gleich damit holen, oder? Der ist doch genauso weit weg. Und. Oh, wie fies. Okay, ich habe nur noch 2 Schüsse. Komm schon. Nein! Fail, Leute. Fail gleich am Anfang. Aber ich habe die letzten noch getroffen. Na toll. Und es hat mich 50 Rubine gekostet. Verdammt. Ja, ich bin nochmal, klar. Das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Ich bin noch der Master-Schütze hier auf hoher See. Okay, diesmal gehen wir gleich ein bisschen runter. So. Oh, der ging schon mal daneben. Ich glaube, der ist am nächsten dran. Jetzt gehen wir ein bisschen höher. So. 20 Grad. Da unten seht ihr die Gradzahl, unten rechts. So, der war nicht schlecht. Kdot! Bam! Oh, voll ins Wasser. Komm schon. Bam! Da geht er down. Das Fass geht down. Tada! Diesmal schaffen wir es. Komm schon! Okay. Jetzt ein bisschen höher wieder. So. Noch 3 Schuss haben wir. Das reicht locker für diese da. Dann haben wir das erste Mal dieses Minispiel gewonnen und ich glaube, wir müssen es 2-mal gewinnen. Och, ich sag lieber nicht zu früh, ey. Und. Yeah. Das war knapp. Aber wir haben es geschafft.
Uff, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber so leicht lasse ich dich nicht mit unserem Schatz davonkommen. Captain! Der Typ führt Selbstgespräche. Gonzo, du rühmst dich doch, zu meiner Bande zu gehören, oder nicht? Woher kennt ihr eigentlich diese Piratenbande? Also mach mir hier bloß keine Schande. Alle Achtung, Kleiner. Das war eine saubere Vorstellung. Hier, der versprochene Schatz. Herzlichen Glückwunsch! Yeah, Leute, und es ist ein Herzteil. Genial. Mal wieder. Und wir werden das Ganze jetzt nochmal spielen. Denn, wenn ich mich nicht irre, gibt es hier nämlich noch eine Schatzkarte als zweiten Hauptpreis quasi. Das machen wir auch nochmal schnell. Okay. Ja, die Entfernung ist ganz gut. Baller ich mal drauf los. Und treffe gleich beim ersten Schuss. Das freut mich doch. Bam! So kann es weitergehen. Okay, geht aber nicht. 30. Wir erhöhen auf 30 Grad. Bam, da geht er down. Komm schon. Bium. Auch diese Dinge haben wir gleich getroffen. Der ist aber weit weg. Okay. Dann gehen wir mal auf 40 oder noch weiter? 41? Ja, probieren wir einfach mal. Wir haben ja noch genug Schuss übrig. Oh, perfekt getroffen. Was soll man dazu noch sagen? So, der ist auch genauso weit weg, wenn ich mich nicht irre. Yeah, Leute, wir haben es geschafft. So ist auch der zweite Preis unser. Uff, bla bla, immer dasselbe. Ja. Du hast deine Schatzkarte gefunden, habe ich sie. Ich habe sie gefunden. Sie lag hier auf dem Boden. Ich habe das Spiel gewonnen, da habe ich gemerkt, hier liegt eine Schatzkarte auf dem Boden. Ich habe sie bekommen, ich habe sie mir erspielt, verdammt nochmal. Egal. Ist ja auch egal, wie wir sie bekommen haben. Hauptsache, wir haben sie. Und das haben wir. Und jetzt kannst du uns gestohlen bleiben. Ciao, Leute. Ciao, Typ. So, ich suche jetzt noch den Schleim, während ich euch erzähle, dass mir eben gerade aufgefallen ist, dass wir diese Mutter- und Kindinsel habe ich gar nicht weggestrichen von der Checkliste, der ultimativen Checkliste. Und, aber eigentlich ist er eigentlich gar nicht mehr. Da müssen wir eigentlich. Oh, da ist der Schleim! Bäm, dann geht er weg. Da war der Schleim. Ja, die Mutter- und Kindinsel haben wir eigentlich schon geschafft. Da müssen wir eigentlich gar nicht hin. Da ist ja auch gar nichts mehr. Und deswegen haben wir diese Reihe jetzt auch fertig, Leute. Unglaublich aber wahr. Es geht an zur letzten Reihe. Und das freut mich. Hier übrigens, ich glaube, die verwunschene Bastion habe ich auch noch gar nicht durchkreuzt. Die können wir auch gleich mal wegmachen. Ja, da ist auch gar nichts mehr. Alles vergessen. Das heißt, wir haben jetzt nur noch diese Reihe hier. Ja, ich freue mich. Und dann geht's endlich in den epischen Fight. Für das Gute. Gut gegen Böse. Die Macht wird siegen. Naja, Leute, das war's für diese Reihe. Das war's für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.